Konrad macht den Zucker. Aspekte der Raiffeisendominanz Teil 6. Österreich ist Raiffeisen. Wenn an dem Karlauer etwas dran ist, dass der Mensch ist, was er ist, dann erscheint in jedem Österreicher, in jeder Österreicherin Raiffeisen. Niemand kommt in diesem Land bei der Nahrungsaufnahme um Produkte aus dem Reich des Giebelkreuzes herum. Zu allgegenwärtig ist die Präsenz der Genossenschaft und ihrer Tochterunternehmen in der agrarischen Produktion, im Großhandel und der industriellen Verarbeitung von Nahrungsmitteln, als dass man überleben könnte, ohne an sie anzustreifen. Die Raiffeisengruppe kontrolliert sowohl den Fleischsektor als auch den Milchsektor, als auch Hülsenfrüchte und weitere Nahrungsmittel. Die Kontrolle über diese Bereiche üben die einzelnen Genossenschaften aus und die großen Beteiligungsgesellschaften wie Vivatis Holding und Agrana AG. Ja, Raiffeisen rühmt sich beim Milchaufkauf in Österreich an eine marktbeherrschende Rolle zu spielen, und zwar bis zu 99% der in Österreich produzierten Milch wird über Raiffeisengesellschaften aufgekauft. Also der Milchsektor und die Weiterverarbeitung von Milch in diverse Milchprodukte ist sozusagen ein Monopol von Raiffeisen. In der Weiterverarbeitung ist Raiffeisen beispielsweise tätig mit der bekannten Marke Gourmet, die machen Fertigmenüs. Raiffeisen beliefert die Gastronomie, das geht von auch wieder Milch, Fleisch, Getreide bis zu Fisch, zum Beispiel Czerny, war ein ehemals privater Wiener Fischgroßhandel, ist mittlerweile auch Teil des Raiffeisen-Imperiums. Ähnlich ist die Situation bei der Viehverwertung. Also man kann sagen, dass in allen wesentlichen Bereichen der landwirtschaftlichen Produktion Raiffeisen der Monopol-An- und Aufkäufer ist, wobei diese Besonderheit bis in kleine Bereiche wie Honig, wie Gewürze und andere kleine Bereiche, die wertmäßig also große Rolle spielen, aber auch da ist Raiffeisen massiv vertreten. Zwar lebt der Mensch nicht von Brot allein, aber es hat weiterhin einen zentralen Stellenwert in der Ernährung der meisten Individuen. In der unmittelbaren Versorgung mit Brot und Gebäck durch Bäckereigewerbe und Industrie spielt Raiffeisen, vom einschlägigen Umsatz in den Endverbrauchermärkten der Lagerhauskette abgesehen, keine Rolle. Dafür hat der Konzern nahezu ein Monopol beim Aufkauf der Getreideernten und ihrer Verarbeitung in den Mühlen des Landes. Auf seiner Homepage trumpft der Raiffeisenverband damit auf, dass die Raiffeisen-Lagerhausgruppe für die Übernahme und Verwertung von 2/3 der Getreideernte und anderer Feldfrüchte sorgt. Also das sind einmal sozusagen die agrarischen Rohstoffe, wo Raiffeisen eine beherrschende Rolle spielt. Darüber hinaus ist Raiffeisen aber auch in der Verarbeitung der Rohstoffe aktiv, also der ganze Molkereibereich wird von Raiffeisen dominiert. Die Verarbeitung von Zuckerrüben, also in der Zuckerproduktion in Österreich, hat Raiffeisen eine Alleinstellung. Da gibt es keinen Konkurrenten. Da gibt es nur die Agrana. Das ist die Aktiengesellschaft, die gesamte Zuckerproduktion, darüber hinaus auch die Stärke und die Fruchtsaftproduktion beherrscht. Die politische Einflussnahme auf den Agrarsektor kann Raiffeisen dadurch gestalten, dass in allen Landesregionen, mit Ausnahme Wien, Raiffeisen-nahe Persönlichkeiten tätig sind. Also da ist man unmittelbar an der Quelle. In sämtlichen Landtagen in Österreich sitzen Raiffeisen nahestehende Abgeordnete, und das gilt auch für den österreichischen Nationalrat. Also dort, wo die Gesetze gemacht werden, ist auch Raiffeisen präsent und kann Einfluss nehmen. Also das ist schon ein wichtiger Punkt, sozusagen reine Finanzmacht allein reicht nicht aus, sondern
man muss auch überall präsent sein und mitmischen können, um künftige Rahmenbedingungen günstig zu beeinflussen. Was unter Übernahme zu verstehen ist, liegt auf der Hand. Es geht um den Ankauf der Ernte von möglichst viel Körnelbauern. Sie verfügen im Gegensatz zu den Milchbauern, bei denen zahlenmäßig nach wie vor Kleinbetriebe mit ihrer Sorge um den fallenden Erzeugermilchpreis dominieren, in der Regel über größere Betriebe und ausreichend Stehkraft, um sich nicht mit Haut und Haar der Genossenschaft auszuliefern, die sich der Übernahme von 95% der in Österreich angelieferten Milch rühmt. Im Molkereibereich und im Bereich der Milchprodukte hat Raiffeisen eine dominante Stelle, also bis zur Herstellung der Endprodukte. Alles, was an Milch, an Joghurt der verschiedensten Arten, an Butter, an Käse und so weiter angeboten wird, kommt in der Regel aus Raiffeisen-eigenen Betrieben. Am heimischen Milchmarkt, wer sind die Riesen? Berglandmilch, Alpenmilch, Schärdinger, Enstaller Molkereigenossenschaften etc. Die vertreiben einen Großteil der Milch und sämtliche Milchprodukte, Joghurt, Käse etc. Wenn man in den Supermarkt geht, kann man einen gemundenen Joghurt und man kann einen neuen Joghurt kaufen. Man kann ein Kärntner Teebutter und ein Schärdinger Teebutter kaufen. Man kann ein Billa eigene Joghurt und einen neuen Joghurt kaufen. Also um nur einige Beispiele aufzuzählen. Und das erweckt den Eindruck, dass eine Markenvielfalt und damit auch eine Produzentenvielfalt herrschen würde. Tatsächlich ist das aber nicht wirklich der Fall. Also das ist eine der Verschleierungstechniken von Raiffeisen. Und das könnte natürlich auch auf Maresi Raiffeisen oder so irgendwas draufstehen. Aber auch da wird natürlich bevorzugt, wird darauf geachtet, dass eine Markenvielfalt sozusagen vorgespiegelt wird, hinter der aber immer der gleiche Eigentümer steht und oft auch der gleiche Produzent. Da muss man das Gesamtpaket sehen. Bauern sind meistens Kunden bei der örtlichen Raiffeisenkasse. Sie kaufen beim örtlichen Lagerhaus das Saatgut. Und vielfach sind die Mühlen die einzigen, denen sie ihr Getreide wieder weiterverkaufen können. Und das erklärt, warum Raiffeisen eine derartig große Kontrolle über die Bauern hat.